Zahnmedizin studieren, Zahnarzt werden, das ist meine Mission, Leute. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Marcello und ich studiere Zahnmedizin an der Medical University of Sofia, also im Ausland, auf Englisch. Und das Ganze läuft hier Abiturnoten unabhängig. Das heißt, welche Abiturnote man hat, spielt hier keine Rolle. Man zahlt das Studium privat und durch die günstigen Lebensunterhaltungskosten in Bulgarien ist das Studium nicht arg viel teurer als in Bulgarien. Aber heute geht es ja, wie gesagt, um ein Update, auf das bestimmt schon einige von euch gewartet haben, denn ich habe ja versprochen, regelmäßig meinen Weg hier zu dokumentieren. Mittlerweile bin ich im 7. Semester und zwar am Ende angelangt. Ich habe eigentlich die Vorlesungszeit des Semesters geschafft und jetzt steuere ich auf die Klausurenphase vor, aber erstmal kommen die Weihnachtsferien und ich bin ehrlich gesagt auch so ein bisschen fertig und erledigt von diesem Semester, aber auf eine gute Art und auf eine positive Art, denn ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich habe eine ganze Reihe an Wurzelkanalbehandlungen durchgeführt in konservierender Zahnmedizin. Ich habe prothetisch gearbeitet, ich habe eine Prothese hergestellt. Ich habe Grundpräparationen gemacht. Ich habe in Oralchirurgie, also Maxillofacial Surgery, Zähne extrahiert. Ganz viel im Bereich Röntgen, Radiologie, Diagnostic, Imaging, bildgebende Verfahren gelernt. In der Kieferorthopädie hatten wir unser erstes Semester. Wir haben eine cephalometrische Analyse gemacht, wir haben am Röntgenbild gearbeitet, an Modellen, wir haben selber nochmal gelernt, Abdrücke für die Kieferorthopädie zu machen und das Ganze auf ein bisschen höheres Niveau gebracht, diese Abdrücke, weil in der Kieferorthopädie hat man besondere Ansprüche, was die Genauigkeit der Abdrücke angeht und ja, es war wirklich sehr spannend, gerade dieser Einstieg in die Kieferorthopädie war was ganz Besonderes. Denn das hat sich angefühlt, als wäre man noch mal im ersten Semester, weil es halt wirklich eine Disziplin für sich ist, die man eben auch noch im Studium lernt. Das ist für viele bestimmt überraschend, denn viele denken ja, der Kieferorthopäde hat irgendwas extra studiert oder so. Der Kieferorthopäde ist im Endeffekt nur ein Fach, also nur in Anführungszeichen ein Fachzahnarzt. Der hat ein Jahr allgemeinzahnärztlich gearbeitet und 3 Jahre eben in der Uniklinik und in der privaten Praxis nochmal eine Abschlussprüfung bestanden. Und ja, so ist man eben Fachzahnarzt für Kieferorthopädie. Es gibt auch einen für Oralchirurgie. Prinzipiell darf aber, also rechtlich gesehen, darf jeder Zahnarzt auch kieferorthopädisch und oralchirurgisch arbeiten. Und ja, wie gesagt, Extraktion muss jeder Zahnarzt können. Und auch einfache chirurgische Eingriffe sollte eigentlich jeder Zahnarzt beherrschen. Aber wie gesagt, man kann sich auch einzelne Bereiche heraussuchen, wie zum Beispiel nur konservierend und prothetisch arbeiten. Oder manche spezialisieren sich auf Endo, machen also nur Wurzelkanalbehandlungen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten nach dem Studium, aber das Studium ist schon sehr allumfassend und man hat eben viele Disziplinen. Was auch neu dazu kam, ist Hals, Nasen, Ohren, Heilkunde. Da lernen wir eben auch die Basics. Hals, Nasen, Ohren, Heilkunde ist ja auch mit der Zahnmedizin verknüpft und deswegen spielt es eben auch eine wichtige Rolle im Studium. Welche Aufgaben haben wir? Also was müssen wir im Semester schaffen? Also wir müssen eine bestimmte Anzahl an Punkten sammeln in konservierender Zahnheilkunde, um das Semester zu bestehen. Wir müssen bestimmte Kolloquien, also Tests, bestehen. Das habe ich alles erfolgreich bestanden. Das war in Kieferorthopädie so und in konservierender Zahnmedizin, also Conservative Orthodontics und in Maxillofacial Surgery. Da haben wir Poliklinik und Klinik im klinischen Fach, wo wir dann wirklich in der Klinik unterwegs sind und auch ja, kompliziertere Eingriffe sehen und Patienten verfolgen mit Tumoren und so weiter. Tumorentfernung. Ja, es ist wirklich spannend. Da hatten wir auch eine Prüfung, eine Klausur, also einen Test, nicht Klausur, Entschuldigung. Die Klausurenphase beginnt aber erst Weihnachten, nach Weihnachten. Ich werde mich nächste Woche nach Preußen begeben. Nächste Woche ist die letzte Uniwoche. Da sammeln wir die ganzen Unterschriften von jedem Fach. Eine Unterschrift bekommt man dann, wenn man alle Aufgaben in seinem Fach erledigt hat, dann gibt der Professor eine Unterschrift aus der praktischen Übung, dann bekommt man eine Unterschrift aus der Vorlesung als Beweis dafür, dass man in den Vorlesungen war. Und wenn man alle Unterschriften zusammen hat, bekommt man einen Stempel von einem
Repräsentanten des Dekanats und dann vom Sekretariat und dann ist das Semester validiert. Erst dann ist man zu den Klausuren zugelassen, wenn man alle Unterschriften hat. Und die beginnen dann im Januar. Bei uns ist es der 7. Januar, wo die Klausuren beginnen und enden dann am Ende vom Januar. Und ich freue mich nicht auf die Klausuren, aber ich mag eigentlich die Klausurenphase, weil dieser ganze organisatorische Aufwand mit den Patienten, man muss die Patienten selber suchen, herbestellen, abbestellen, wenn man irgendwas ist. Man muss die Termine einhalten, man muss pünktlich sein, man muss sich jedes Mal auf die Behandlung vorbereiten, da ja oft die Behandlungen neu sind. Ich habe beispielsweise dieses Semester ein Pinlay gesetzt, ich habe Post and Core, also Stiftaufbau, gemacht und das war halt alles das erste Mal. Das heißt, man musste sich auch nochmal wieder was durchlesen dazu. Und ja, es war schon relativ viel Stress, gerade im organisatorischen Bereich, und deswegen freue ich mich auf die Klausurenphase, weil ich mich da einfach auf meinen Lernstoff konzentrieren kann und das gefällt mir in der Regel am besten. Ja, jetzt beginnt die Weihnachtszeit, gemischt mit der Lernphase. Ich freue mich aber, wie gesagt, trotzdem drauf. Es wird bestimmt eine coole Zeit, Familie zu sehen, sich einfach mal auf den Stoff konzentrieren zu können. Wie gesagt, ich liebe die Zahnmedizin und ich interessiere mich wirklich auch dafür und deswegen ist das mit dem Lernen eigentlich gar nicht so schlimm. Klar, man muss sich halt einfach oft auch dazu zwingen, wenn man mal keine Lust hat und vielleicht von der Familie abgelenkt ist, von meinen Neffen und Nichten. Aber ich denke, das wird eine gute Zeit und ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir in die Kommentare und zögert nicht, mich zu kontaktieren. Wie gesagt, ich antworte euch immer gerne, auch wenn es manchmal ein, zwei Tage braucht. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Euer Marcel in Bulgarien.